Die Wahlen sind vorbei, die Krise geht weiter, titelt eine Zeitung. Wo stehen wir jetzt, fragt eine andere. Am Tag nach der Abstimmung ist die Situation in Bulgarien festgefahrener als zuvor. Ich habe dieses Ergebnis erwartet, aber es gefällt mir nicht. Ich denke, es wird Neuwahlen geben. Sie müssen schnell eine Regierung bilden, egal mit welcher Koalition. Immer neue Wahlen kosten doch nur mehr Geld. Und Geld ist etwas, das Bulgarien nicht hat. Fast ein Viertel der Menschen hier lebt unter der offiziellen Armutsgrenze. Die Wirtschaft liegt am Boden, die Korruption ist hoch. Viele Bulgaren machen dafür den gestürzten Regierungschef Boyko Borissow verantwortlich. Im Februar zwangen Proteste ihn zum Rücktritt. Jetzt ist seine Mitte-Rechtspartei GERB wieder stärkste Kraft. Die zweitplatzierten Sozialisten werfen der GERB Wahlfälschung vor. Beide Parteien kündigten eine Regierungsbildung an, doch beiden fehlen dafür bislang die Koalitionspartner. Es dürfte ein langes politisches Ringen werden. Die Verlierer werden wohl die Bulgaren selbst sein, denn ihre Probleme bleiben so lange ungelöst.